Come in, Mr. Mayor. Can you hear me? Not quite. How about now? Is this better? Yeah. Yeah, sort of. Hello? Am I getting through? Kinda losing you. How about this? If I get up real close, can you read me? Total und recht herzlich willkommen zur Star Wars Show. Ja, Star Wars Show. Die Show, die anders ist. Nämlich eine Stammtisch. Ein Stammtisch. Und so viele Fragen. Wow. Bleib. Bin momentan hier ein bisschen eingekesselt. Um diesen Kessel wegzumachen, fange ich auch sofort an. Mit The Old Republic bis hin zur Ersten Ordnung und zu den Stormtroopern. Und natürlich zu Obi-Wan Kenobi. Diese Figur hier, viele wissen, aus der Reihe Abuki, dass diese Figur plötzlich richtig teuer. Ja, viele Figuren werden richtig teuer, wenn die plötzlich irgendwie nicht mehr zu haben. Und wie kommen wir jetzt auf diese Figur? Wir kommen auf diese Figur wegen Grievous. Ihr kennt die Show, wir stellen euch Filmfiguren vor. Filmfiguren und Theater. Vor 25.000 Jahren sprangen da in der Old Republic. Diesbezüglich kann man Disney verstehen. Aber wir springen jetzt erstmal zu uns. Wieso, weshalb, warum eine Sondersendung? Viele mochten halt diese 3D-Sachen. Dann kamen die Fragen und die beantworten wir jetzt. Das Ganze hier gibt es schon seit 60 Jahren. Seit 60 Jahren gibt es das Ganze schon, früher sagte man dazu, Fachgeschäft. Ein Spielwarenfachgeschäft mit Schulbedarf. War eine Mischung, man trug weiße Kittel und hat hier Spielwaren und Schulartikel. Hier war immer was los. Hier war immer voll. Hier war richtig was los vor 60 Jahren. Vor 50 Jahren tauchte ich dann auf. Nach 50 Jahren bin ich nun 40 Jahre auch involviert und seit 10 Jahren mache ich das hier ganz allein. So, um diese Fragen mal beantwortet zu haben, die Jüngsten, die nämlich da waren, 6 plus, 9 plus und 12 plus, waren sich gar nicht so gedacht. Diese Sendung, dieser Stammtisch, war an sich gedacht für Erwachsene. Ja, Erwachsene sollten vorbeikommen und mit denen wollte man dann über Star Wars philosophieren. Aber 6 plus, 9 plus, 12 plus haben uns eines Besseren belehrt. Und deswegen kommt dann, wie gesagt, Old Republic, die Gamer mal auch weg. Und Wir bleiben bei Star Wars Film. Star Wars Film mit den ganzen Schauspielern. Wer wusste schon, wie viele Schauspieler für die erste Rolle genutzt wurden? Wie viele da überhaupt auftreten mussten, um diesbezüglich Star Wars überhaupt als Darsteller darzustellen? Zum Beispiel Anakin Skywalker. So, wir sind aber bei 6 plus, 9 plus, 12 plus, die diesen YouTube-Kanal plötzlich entdeckt haben und jetzt anfangen zu fragen. Fragen. Und da antworten wir. Erstmal sagen wir uns schön Dankeschön. Dankeschön. Wirklich Dankeschön. Dass 6 plus, 9 plus und 12 plus angefangen haben, hier Zettelchen zu schreiben und auch zu malen. So, da hat man uns den Yoda gemalt. Na, man hat uns den Yoda gemalt. Und man hat uns natürlich die Padme gemalt. 6 plus, 9 plus, 12 plus. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Auch hier diese ganzen netten Briefchen für die Sendung. Man gibt uns also toi 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 und auf dieser toi toi toi, also wir sagen auch toi 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 und zwar dem Stefan.
weil auch Stammtisch, der auch zum Stammtisch gehört, aber leider nie hier sein wird, weil er in Regensburg wohnt. Regensburg und in München sind die größten anteilig hier, die online das hier verfolgen. So, also haben wir es online in die Wege geleitet, weil dieses hier natürlich auch real. Es ist real. Real, aber Samstag zwischen 9:30 und 17:30 Uhr? Nein. Jeden Tag von 9:30 bis 17:30 Uhr ist okay, aber da ist dann die Welt der Medien und die Welt der Computer und die reguläre Welt. Und da wird Star Wars und Figuren und so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil wir es an sich auf den Samstag terminiert. Samstag bedeutet 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr. Real hier vor Ort in der Kulturhauptstadt 2010, genannt Stadtessen, in einem Viertel der A40, also die A40 ist direkt hier vorne, Richtung Mülheim, Richtung Dortmund, Richtung Duisburg, Richtung Venlo, also die A40, den Ruhr-Schleichweg auf Deutsch gesagt. Ja, an der Wittenburg abbiegen, Richtung Kölner Straße 36 fahren, in der Stadtessen, Nähe Berliner Straße, und dort ist die Kölner Straße 36 und da sind wir seit 60 Jahren. Seit 60 Jahren sind wir hier und seitdem wird das auch alles so gemacht. Es wird natürlich oder wurde natürlich runtergefahren. Hier um die Ecke hatten wir ein erstklassiges Kino und hier war an sich alles. Und jetzt 10 Jahre Film, Figuren und Theater und Web-TV und natürlich, wir müssen ja auch leben. Medienhaus und Papierhaus. Viele Schauspieler hatten das nicht verstanden, wie sich das alles so zusammensetzte. Wir werden es jetzt euch allen mal sagen, wie es sich zusammensetzt. So, wenn man 1900 in den Ende der 70er zum ersten Mal reinspringen musste ins Kostüm. So, ich bin 1,83 groß. Wie groß ich heute bin, weiß ich gar nicht mehr. Ich schrumpfe natürlich, gehe jetzt auch in mein Alter, aber da war ich gerade mal 18. Und 1,83 und da hat man mich gefragt, ob ich nicht eben kurz in dieses Kostüm springen konnte. Das Kostüm Darth Vader. Für die Karstadt AG und für das Lichtburg Filmhaus Theater, wo dieser Film dann zum ersten Mal vorgestellt. Und ich habe es aber trotzdem, ich persönlich habe nach dem Europahaus geguckt, weil die hatten ein größeres. Also die Leinwand war das größte überhaupt. So, weder unser Kino hier um die Ecke, die Berliner Straße existiert nicht mehr, weder Fachgeschäfte existieren, auch so ein Fachgeschäft existiert ja gar nicht mehr. Und in der letzten Folge oder beziehungsweise in der ersten sogenannten Novemberfolge des Samstags immer online, wie auch real, haben wir ja darüber gesprochen, dass die Jugendlichen 6+, 9+, 12+ gefragt haben, wie gesagt auch Bildchen gemalt und all solche Sachen. Und die meisten, die hier reinkommen, darf ich mal drücken? Sag ich, du darfst drücken. So, das ist die einzige Frage, die stellen. Dann sitzen da die 6, 9 und 12 plus und machen diesen da. Ne? Auch so eine Sache. So, der Kern ist heute nicht nur 6 plus 9 plus 12 plus und auch die Geschichte über Star Wars. Die ganzen Darsteller, die Frage lautet, sollte Obi-Wan Kenobi nochmal zurückkommen? Die Padme-Darstellerin hat es ein bisschen versaut, weil sie nun mal ein gewisses Statement abgegeben hat, haben die Fans etwas krumm genommen. Jar Jar Binks war nicht so, da wissen wir ja mittlerweile, warum Jar Jar Binks überhaupt anwesend war. Weil George Lucas, ja auch an seine Kinder gedacht und so weiter, wollte das alles nicht so blutrünstig, na, und so weiter. Es kommen ja so gewisse Sachen. Also wir sind vom Film, wir machen selber Film und wir haben ganz andere Eindrücke. Um so einen Film herzustellen, sieht meistens alles anders aus. Ihr seht eine hervorragende Sendung. Dafür verbürge ich mich selbst als Medienkanzler. Ich arbeite daran, dass ihr wirklich eine gute Sendung bekommt. Aber der Aufbau, der Umbau, die Herstellung geht ganz schön ins Gewicht. Also viel Arbeit für so etwas, um sowas zu machen. Und da sind wir beim Kern und da bleiben wir beim Kern Star Wars. So, meine lieben Freunde, wie George Lucas sagte,
weil er alles selbst in Szene gesetzt. Also wir vermissen THX, ja, den Sound. Also ich bin selbst reingegangen wegen dem Sound THX, dieses Wow, wer sich daran noch erinnern kann, THX. Und an Fox, dieses Dram Dram und drumherum. Irgendwie hat Star Wars dadurch so einen Flair bekommen. Ja, also wie gesagt, ich gehe heute auf die ganzen Fragen ein und dessen, was wir hier unterhalten haben. Ja? Wir haben uns unterhalten über den Flair. Wir haben uns unterhalten über das Fehlen von THX. Die Entwicklung des Green Rooms und Blue Rooms und so weiter. Wir haben uns aber auch unterhalten über die Geschichte, die jetzt rauskommt, also die DVD bzw. Blu-ray am 24. November kommt hier heraus mit 10 Rubriken, wo J.J. Abrams darüber spricht, wie er sich das dann doch gedacht oder umgedacht und wie das Ganze umgeschnitten wurde. Wir wissen alle durch die Figur soeben, Stormtrooper, dass die sich verändert haben und Daisy Ridley war ja stinkesauer, weil sie als Mary Sue bezeichnet wurde. Mary Sue! Ja, ihr wisst, was Mary Sue bedeutet. Da war sie aber irgendwie stinkesauer, die Ray, die jetzt hier nicht zu sehen. Okay, wenn eine Lady irgendwas sagt und Daisy Ridley ist ziemlich vorsichtig in dem, was sie sagt, nur sie erschreckt sich natürlich. Daisy erschreckt sich, dass sie da als Mary Sue bezeichnet wird. Und wir haben doch noch gar nicht 8 und 9 gesehen. Ja? Ich meine, die Hardcore-Fans, die nehmen mich auseinander und nehmen jeden auseinander. Ja? Die lassen keinen Stein auf ein Krümelchen. Ja, gar nichts. Also die Hardcore-Fans sind an sich die Verlierer. Ja, seid mir nicht böse, aber die Hardcore-Fans verlieren. Ja? Sie verlieren Old Republic, sie verlieren ihre ganzen Ideen, sie verlieren ihr ganzes Universum. Ja, also das ganze Universum. Ich meine, ich verstehe es ja, ich bin ja lange genug dabei. Aber ich verstehe aber Walt Disney, ich verstehe mich ja selbst, um so eine Sendung zu machen. Um so eine Sendung zu machen, kann ich nicht 25.000 Jahre Star Wars lernen. Ich kann nicht 25.000 Jahre Klonkriege, Mario Klar, ich fand schon an zu stolpern, weil das geht alles gar nicht. Man kann die ganzen Planeten, ich müsste jetzt die ganzen Bücher rausholen, um... Dieses Video ist an sich spontan entstanden, wegen den ganzen E-Mails und wegen den ganzen Fragen, die ich jetzt auf diesem Wege beantworten möchte, weil ich nicht zu viel, ach man, Leute, wenn ich alles schreiben müsste, bin ich ja ein Jahr beschäftigt. Der Fragenkatalog ist ja riesig, ja, 6 plus, 9 plus, 12 plus und wenn so die Herrschaften dort sitzen und das Ganze so mitbekommen, heute ist mal hier keiner, heute ist offener Sonntag, sind alle draußen beschäftigt, kaufen ein. Offener Sonntag kennt ihr ja, da rennt man ja rum und kauft ein, als ob in der Woche nichts zu kaufen wäre. Aber da ist ein Kapitel für sich. Also, die Fragen, über Fragen versuche ich ein bisschen zu beantworten. Das allerbeste war, wieso hat Kylo Ren eigentlich, und die Frage ist an sich gar nicht mehr so schlecht, also, wieso hat Kylo Ren eigentlich des Großvaters Helm? So, wir eingefleischten 4, 5 und 6, eingefleischte 4, 5 und 6, haben ja das Begräbnis gesehen, mit der tragischen Musik. Ja, der Vater wurde halt, obwohl auch die Figur wurde mit mehreren Schauspielern und mit mehreren Stimmen belegt, also so einfach ist das alles nicht beim Film. Ja, es war alles schön und gut, dass es einen Darth Vader gibt, ja, das Röcheln wurde auch und so, ist alles nicht so einfach, einen Film mit ganz viel Spektakel da auf den Weg zu bringen. Also, die Frage lautet, wieso hat Kylo Ren diesen Helm? Und die Frage war gut. Wie gesagt, ein Droide hat einen Auftrag erteilt, also dem Droiden wurde implantiert einen Auftrag, er ist also zu der gewissen Person hin, hat ihr den Auftrag übermittelt und hat sich dabei dann selbst zerstört. Ein bisschen Impossible Mission. Ne? Also, ihr wisst schon. Ja, aber dennoch, durch dieses Ganze, und darum geht es nämlich jetzt,
Man muss nämlich jetzt viel lesen, man muss recherchieren, wie auch diese General Sidious, den hole ich jetzt nicht aus dem Schrank, weil der ist verdammt zerbrechlich, dass sogar diese Figur utopischen Preis, so wie vorhin die Figur, die da gezeigt, auch utopischen Preis. Wenn man Glück hat, bekommt man so eine Figur ziemlich günstig. Dann stellt man sich die ins Regal, dann gehen so 5 Jahre ins Land und dann kann man diese Figur gar nicht mehr bezahlen. Ja. Darum, noch einmal, wir kaufen die Figuren genauso teuer ein wie ihr auch. Wir brauchen diese Figuren natürlich für die Sendung. Wir brauchen Kulisse, einen Stammtisch, lebt ja schließlich vom Thema. Und wenn da nichts steht, brauche ich auch keinen Stammtisch. So, also der Stammtisch wächst und wenn diese Sendung weiterhin mit netten Briefchen, mit Malen von Yoda und Malen von Padme begleitet werden und auch so kleine Geschenkchen wie Schokoladen und so, danke, also herzlichen Dank für die ganzen Geschenke. Danke für die Guten, auch die Bösen, sehr Bösen und Ultrabösen, die werden aber meistens gekickt, weil was soll ich mich da aufregen, weil da so ein Ultrahasser online oder die Sendung entdeckt und dann Feuer gibt. Ach, an alle Ultrahasser, ihr habt einmal eine Chance, euren Hass freien Lauf zu geben, aber dann kommt die Macht. Wo steht hier? Dann kommt die Macht und dann seid ihr weg, ihr seid die Dummen. Also die Hasser, die Ultrahasser sind die dumm, weil die sind dann weg. Die kommen dann nicht mehr in den Genuss. Brauchen sie auch nicht. Sind ja am Hassen. Ne? Also die Ultrahasser brauchen wir nicht. Wir brauchen Pro und Contra. Ist Star Wars noch Star Wars? Wir brauchen Pro und Contra. Ist es eine tragische Figur, der Kylo Ren? Wie kam er an den Helm? Vielleicht wird es mal irgendwann erklärt. Dann wird natürlich schwerst diskutiert, wer sein Oheim ist, wer sein Beschützer ist, wer sein Ausbilder ist. Ist Snoke? So, Frage. Nee. Also, ich halte mich da raus. Snoke ist irgendwann 8 oder 9 bekannt, wer Snoke ist. So einfach. Warum soll man spekulieren, wer Snoke sein könnte? Snoke könnte jeder sein. Ja? Wenn wir weiterhin so machen, als Fans, sagt die Regie, weißt du was? 95% sagen, das ist der und der, also nehmen wir den. Ja? Der allerbeste war er hier, kommt aus der Zukunft, ja? Back to the Future. Ja, er ist selber Snoke, der war der allerbeste. Also Kylo Ren ist der, er ist Snoke und kommt aus der Zukunft und bildet sich selber aus. Ja, ich würde sagen, ein riesen Paradoxon, aber egal. Also das war eine Variante von vielen Varianten. Dann die ganzen Stormtrooper-Varianten, auch die New Order, auch der neue mit dem schwarzen, hier mit diesem schwarzen und seinem speziellen, hat ja Daisy, weil Daisy war stinksauer wegen Mary Sue. Und dadurch Finn hat natürlich auch, der Schauspieler, hat dann auch gesagt, ey Leute, bleibt doch mal ruhig, es wird alles düsterer und so weiter. Und als Filmemacher beruflich involviert, auch in der Begleitung von Spielbahnen, auch in Begleitung des Ganzen und auch in Begleitung des Stammtisches, der ganzen Cosplay, da komme ich nochmal zum Stefan. Der Stefan, wie gesagt, in Regensburg hat sich dieses Nilius von Wicked Armor besorgt. Wicked Armor sind ja nun mal die Hersteller, die Cosplay-Hersteller, die wirklich detailgetreu arbeiten, wo auch diese Maske, die ich vorhin gezeigt, hergekommen war, wo auch unsere Sachen herkommen aus Amerika, wo wirklich dran gearbeitet wird, dass es auch gut ausschaut. Fragen über Fragen. Also an sich wollte ich mehr so einen Fragenkatalog hier machen, wollte die Fragen dann, aber ich habe mir gesagt, komm, ich mache es spontan. Ich musste sowieso ins Studio und beantworte, wie gesagt, ich beantworte einige Fragen, 60 Jahre, 50 Jahre, 40 Jahre, ist das Ganze seit 10 Jahren,
gibt es Figuren, Film und Theater und Web-TV gibt es auch schon so lange. Wir haben seit 1995 angefangen, 1990 beim ersten Teil. Beim ersten Teil haben wir dann in Isar, wer es noch weiß, haben wir ja das große Kino-Special gemacht, auch in Dortmund mit den ganzen 501ern da, 1999, zum ersten Teil von Star Wars nach so vielen Jahren. Ja, wir mussten ja immer Jahre warten. Dann springe ich jetzt mal eben kurz zurück zum ersten Film. Der erste Film, Teil 4, wo wir auf VHS und wo ich sagte, THX, Sound und Vox, da saßen wir als junge Leute. Und zu dem Zeitpunkt gab es ja diese Wahnsinns-Rohkopien, schlechte Qualität. Aber irgendeiner hat es immer besorgt. Und dann saßen wir da. Wir waren noch Menschen. Keiner stand von der Kamera. Keiner sprach in einer Kamera. Nee, wir saßen alle in einer Runde. Ach, Mann, und ja, da wurde gesprochen. Ne? Und da wurde dann nochmal angeschaut. Und deswegen komme ich auch gerade auf das Jahr 99 nochmal zurück. Da musste ich das auch zigmal, weil wir haben also die Promotion gemacht. Und wir hatten ein eigenes Kino voll, also richtig special mit Lichteffekten. Also eine wunderbare, erstklassige Variation in Iserlohn, in so einem kleinen Kino und in Dortmund, CineStar, mal gemacht. Dieses haben wir auch schon mal im Rhein-Ruhr-Zentrum gemacht, aber die großen Kinos und die Großstädte, da fehlt einfach der Flair für sowas. Ist genauso wie hier. Wie gesagt, fünf Tage die Woche ist ziemlich ruhig hier, dann kommt zwischendurch mal einer rein, dann unterhalten wir uns auch hier drüber. Aber samstags ist ja wie gesagt das Große und ich will hoffen, dass ich jetzt nicht nur immer 6 plus, 9 plus und 12 plus. Die 6 plus, 9 plus und 12 plus begrüße ich total recht herzlich bei YouTube. Ja, wir sind YouTuber, wir haben einen YouTube-Kanal, den Ultra HD Web TV aus dem Hause Sondersender NRW TV, auch Sammelfiguren TV. Wir wissen schon gar nicht mehr, wo wir das alles unterbringen sollen, weil früher war das alles ein bisschen verpönt. Früher war das ja der 70er, 80er, 90er. Wo alles so ein bisschen angefangen hat. Davor, weit davor in den 60ern, war ja John Wayne als Westernstar, Indianer und Cowboys. So, und heute sind wir halt bei Star Wars. Gut, einige haben gefragt, warum wir auch militärische Figuren haben, wie den bösen Adolf. Ne? Der Adolf ist verkauft, der ist nicht mehr da. Göring ist noch da und diverse andere da, weil wir 100 Jahre Krieg mal in Erinnerung gebracht haben, schon auch ein paar Tage her. An sich ist das auch Krieg, ne? Krieg der Sterne, sagt das Wort. Ja, da fragt keiner, wieso hast du Krieg der Sterne, das ist auch Krieg. Ne? So, wir haben also wie gesagt Figuren aus dem Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, wir haben die Assassins da, die Assassins sind auch, kommt am 21.12. ins Kino, da habe ich auch diverse und dennoch bleibt das Ganze als Star Wars Uncut Stammtisch. Nicht Filmfiguren Stammtisch oder so. Hier, solange die Kamera nicht läuft, können wir uns darüber unterhalten, worüber wir uns wollen. So, und ihr entscheidet aber auch, ob die Sendung auch mal andere Figuren beinhaltet. Ob man über andere Figuren spricht. Das entscheidet ihr. An sich entscheidet ihr das ja sowieso. Und das jeden Tag. Ja? Und ich begrüße alle nochmal, die 6 plus, 9 plus, 12 plus, ich nenne keine Namen. Am 5.12., wenn die gewissen Filme auf dem Markt erscheinen, wollen wir natürlich was machen, weil natürlich dann auch Nikolaus ist. Und dann am 5.12. sind es ja nur noch knappe 10 Tage und dann ist Rogue One da. Hm? Ja, also wie gesagt, jedes Jahr erwartet uns jetzt Star Wars als Film. Jedes Jahr erwartet uns irgendetwas, Spekulationen, Snoke, wer ist Snoke, und diverse andere Sachen, die uns so erwarten. Ja, Fragen alle beantwortet? Nee, es sind so viele Fragen. Also, Dankeschön für die Fragen, Dankeschön für die selbstgemalten Bilder. Dankeschön, dass ihr die Sendung auf eine Art mögt. Dankeschön,
dass er so viel nachgefragt, 60 Jahre. 60 Jahre, also fange ich jetzt hier an, ne? Vor 60 Jahren liegt man hier mit dem Kilo. Natürlich ich nicht. Bin noch ein bisschen jünger, ich bin aber um die 60 und das ist eben halt eine tolle Nostalgie. Jetzt steht man hier und spricht zu euch und macht eine eigene Sendung. Vor 60 Jahren war das alles nur Spinnerie, was machst du da? Ne? Clownerie, so nannte man das. So mit Künstlern, das war immer so eine Sache. Weil als Künstler verdient man ja nicht so viel und hat man nicht so viel auf dem Brot. Ne? Richtig gute Künstler sind ja erst nach dem Versterben. Ne? Vincent van Gogh zum Beispiel, Dick und Doof, Charlie Chaplin nicht. Charlie Chaplin hat auch zu Lebzeiten gut und auch beim Abdanken ist er noch gut im Luxus geschwommen. Aber wie gesagt, Dick und Doof, die beiden, Stan Laurel, Oliver Hardy, hatten es nicht leicht. Und die anderen sind ja auch schon alle vergessen. Wir saßen alle freitags um 18 Uhr vor dem Fernseher, zweites deutsches Fernsehen, und sahen die Väter der Klamotte. Nicht vergessen, so war das. So und so ist dann auch das hier. Das sind alles Erinnerungen. Das sind alles Erinnerungen, wenn man das schon über 40 Jahre macht, kann man sagen, komm, aus diesen Erinnerungen kann man doch was machen. Und dadurch kam der Stammtisch. Und wenn man 60 Jahre mit Figuren, ein paar Indianer und ein paar Cowboys hängen da noch, wenn man mit solchen Figuren arbeitet und wenn dann solche Fragen gestellt wird, wie kommt er eigentlich an den Helm? Ich meine, wenn man so im Kino sitzt und sich den Film anschaut, kommt man nicht drauf, dass das vielleicht alles animiert ist, dass der die ganze Zeit so rumgelaufen ist und dass man den Helm, diesen Helm dann durch Tricktechnik aufgesetzt hat. Ja, Tricktechnik. Tricktechnik machen wir auch schon seit über 40 Jahren in einem Boom. Angefangen C64, dann den erst C64, dann kam Amiga, dann der erste Pentium und dann heute wissen wir ja, wo wir sind. Ne? Brauchen wir ja nicht mehr drüber reden. Ja. Die anderen Fragen beantworte ich meistens direkt, nicht vor laufender Kamera. Aber diese Fragen waren jetzt wirklich, wo seid ihr? Wir sind also hier, Kölner Straße 36 im Kulturcenter von der Stadt Essen an der A40. Natürlich sind wir 6 Tage zu erreichen, aber wie gesagt, da ja hier Medienabteilung, also Medienfilm, Foto gearbeitet werden muss und auf der Seite da alles was mit Printmedien, Kopien zu tun, wollen wir natürlich diesen Kunden nicht stören. Ja, dieser Kunde soll in Ruhe seine Arbeit dort machen, auch Künstler kommen vorbei, machen ihre Arbeit und da hinten genauso. Aber der Samstag gehört allen Filmfiguren und Theaterfreunden, die sich über die Filme, über die Figuren sich unterhalten möchten. Ja, wenn ihr irgendwas kaufen möchtet, gut, wir versuchen euch das irgendwie zugänglich zu machen, weil mittlerweile brauchen wir das ja nicht mehr, weil die Fachgeschäfte sterben ja, hurra, hurra, in der kalten Zeit. In der sogenannten kalten Zeit. Deckel auf, Knöpfchen drücken, nennt sich Computer, bei Amazon einkaufen oder sonst wo. Ein paar Stunden warten, bis einer vorbeikommt, der sagt auch mal, hallo, wer sind Sie? Und man unterschreibt und dann, juhu, hat man so eine Figur, auch herrlich. Kein Mensch spricht mehr darüber. Ey, was hast du denn da? Wow, hätte ich auch gern. Wo hast du denn die her? Nee. So, Amazon, ne? Klick-Klack. Oder eBay, Klick-Klack. Ja, so, es wird eine ziemlich kühle Zeit. Also, es macht richtig viel Spaß, mit vielen Kunden hier zu sprechen. Wer viele Freunde hat, braucht doch viele Monitore. Ja, stellt dann überall Monitore auf, um mit seinen Freunden zu sprechen. So wie ich jetzt hier, okay, ich bin ja nun mal Filmemacher und ich mache eine Sendung und es ist eine Sendung, die ins Leben gerufen und noch nicht so. Weil ihr seid TV, ihr seid Star Wars, ihr seid die Begeisterten und ihr seid es, die Fragen stellen. Und ich bin derjenige, der die Fragen beantwortet oder auch nicht. Aber ihr seht, ich bin ein freundlicher Mensch und beantworte die Fragen. Ich besorge auch verschiedene Sachen, um dazu irgendwas zu machen. Und wer hier was kaufen möchte oder hier was bestellen möchte, das geht auch. Der kann es dann natürlich hier abholen, weil er es besser findet. Also er findet es gut,
mit jemandem zu sprechen und die Ware in die Hand zu nehmen. Ja, die Ware in die Hand zu nehmen, sich den Karton anzuschauen, nicht meckern. So oft mache ich das nicht, weil sonst ist das gute Stück natürlich nicht mehr sein Geld wert. Ist klar. Ne? Ja. Ist logisch. Also wenn ich dran denke, dass der hier der neue ist und dass der hier noch sozusagen modifiziert wird in Teil 8, damit er noch dramatischer um die Ecke biegt. Der hat ja auch seinen Namen, Execution oder irgendwie so ähnlich da. Da muss ich mich hier nur einlesen. Und wenn ich bedenke, dass dieses gute Stück hier sein Gegenstück sucht, Obi-Wan Kenobi sucht sein Gegenstück und sein Gegenstück ist so gut wie ausverkauft, und sein Gegenstück zu bekommen, dann noch in der sogenannten 3D-Version, ja, ist nicht so einfach. Die Preise, schaut nach bei Amazon, gebt diese Figur hier ein bei Amazon, dann seht ihr den Preis und der ist heiß. Ja. Und dieses Gegenstück, um daraus eine Thematik zu machen oder ein Diorama, ist schon ein Drama. Weil da ist man richtig viel Geld los. Ich musste nämlich gerade schmunzeln, wie einer sagte, boah, sind die verrückt, 20 Euro für Shampoo. Ja, ja, 20 Euro für Shampoo. 20 Euro für so eine kleine Shampoo-Flasche, die aussieht wie Kylo Ren. Oder das mal. Oder, ja, wir hatten auch schon mal Shampoo. Wir hatten auch schon mal Shampoo. So eine große Figur, das war das mal. Auch wenn, ne, hat auch wieder ein Kind gekauft, ja. Das allerbeste ist ja immer noch Lego, darüber komme ich irgendwie nicht hinweg. Lego ist den Kindern 6 plus 9 plus 12 plus 4 zu lustig. Ja, also so richtig toll finden die halt gar nicht. Komisch, wir Erwachsene gucken das und wir Erwachsene sind der Meinung, dass die Kinder das mögen. Nee, irgendwie ist alles so ein bisschen verdreht. Ja, also Lego ist nicht so angesagt, wie ihr das alle glaubt. Ja, okay, ist aber so. Die Kids können nicht alles wissen, weil die Kids das alles gar nicht sehen können. Also wer von euch überhaupt sieht Disney XD? Hm? Also, oder hat? Oder Disney Channel? Ja? So, ich freue mich jetzt gleich auf Sci-Fi, den Sender Sci-Fi. Ab dieser Uhrzeit geht es wieder los mit Clone Wars. The Star Wars Clone Wars. Einfach nur genial. Also mich hat Star Wars, seid mir nicht böse, aber ich mag Star Wars nicht wegen der Handlung, sondern wegen der Dramaturgie, die Musik. Fox, dieses Brumm und dann dieses THX, wir haben alle gelacht, wie er mit seiner Dose kam. Das fanden wir toll, das fanden wir richtig toll. Ja, und dann fing es an mit diesem Scheppern und dieses. Und dann kam der Vorspann, dann ging es los. So. Jetzt 2016 mit Rogue One. 2016 mit Rogue One sieht alles komplett anders aus. Erstmal müssen wir das hier total vergessen. Dann hier müssen wir die hier total vergessen. Hat auch nichts, überhaupt nichts mit ihm zu tun. Aber es hat natürlich was mit ihm zu tun. Mit Darth Vader. Und wenn ich mir das Ganze so anschaue, weil ich ja lange genug dabei bin, es ging ja darum, im letzten Teil 3, also wie er da, und ihr wisst ja auch, wie oft der Arm abgehackt wurde, 7 Mal insgesamt, mein lieben Freunde, 7 Mal wurde alles abgehackt. Aber darauf gehen wir auch mal ein. Also ihr müsst mal, geht mal in die ganzen Filme rein und schaut euch mal die ganzen Filme an und dann zählt mal, wie oft irgendwann irgendwo jemand was abgehackt wurde. Also, ne? Bei Star Wars geht es nämlich immer richtig schön zur Sache. Ja, da werden Füße, Arme, alles an Gliedmaßen abgehackt, zisch, zasch, waren sie weg. Ja, ja, klar, und nachher, so, lange Rede, kurzer Sinn. Rogue One, Darth Vader, alles toll, aber, wenn wir ganz ehrlich sind, ist Darth Vader gerade sowas von frisch vom OP-Tisch, der hochgefahren wurde, dann diesen ersten Schritt nach vorne gemacht, dann sich über Padme, ja, er hat ja
Padme. Er hat ja gefragt, wie geht's Padme? Und er hier, der Imperator, hat ja dann gegrinst und hat sich gefreut. Diesen Hass, der dadurch entstand. Ne? Padme lebt ja dann nicht mehr. Ja, ja, ich habe aber gestern, wie gesagt, Clone Wars, also Star Wars, Clone Wars angesehen. Und da sprach Padme, denn sie waren ja in der Macht. Es gibt ja einen Planeten der Macht, wo ein Vater beide in die Zügel halten will. Das Gute und das Schlechte. Ne? Ein Er und eine Sie. Und es ging ja auch um einen Dolch und so weiter und so fort. Wer Clone Wars kennt, brauche ich jetzt nicht erinnern, darauf verweisen, was da so... Aber da kam sie dann auch, die Padme, ja, und sprach. Und auch Qui-Gon Jinn kam zu und sagte, das ist der Fluss der Macht. Ja, ja, vergessen wir das Ganze mal. Und diese ganzen Klonkrieger vergessen wir jetzt auch einmal. Disney schreibt alles neu. Wenn man sich das Ganze anschaut und sagt, Disney schreibt alles neu, bleibt ja nicht mehr viel über. Es bleibt nicht mehr viel über. Disney schreibt alles neu und dann wächst natürlich irgendetwas wächst. Irgendetwas wächst nun hier neu. Eine neue Story, eine neue Basis, eine neue Ausrichtung. Und die Hardcore-Fans, die sind sauer. Die Hardcore-Fans sind sauer, die haben alles hingeschmissen. Also was mir hier angeboten wurde schon zum Kauf, so viel Geld kann ich leider nicht heran, also hätte ich eine Bank eröffnen müssen, ich hätte Banker werden müssen, um so viele Figuren anzukaufen. Da sind wir auch beim Schlussthema, wir kaufen nichts an. Ja, also wir kaufen nichts an, wir verkaufen auch sehr ungern die Sachen. Wir brauchen das alles für Kulisse. Wer uns natürlich Sachen zur Verfügung stellt für die Kulisse, nehmen wir natürlich sehr gerne an. Wir selber haben uns entschlossen, auf die großen Figuren einzugehen, weil die sehen irgendwie mächtiger aus und macht mehr Sinn, in so einer Firma zu stehen, in den Ecken. Auch die großen 1:1 macht natürlich viel mehr Sinn, die irgendwo hinzustellen, wie jetzt so kleine Figuren. Ja, total und recht herzlich bedanken wir uns und ich, euer Medienkanzler, bedankt sich total und recht herzlich überhaupt, dass ihr zugeschaltet, eingeschaltet, dass ihr überhaupt so viele Fragen gestellt habt. Wir haben jetzt, ich muss ich einfach nur gestehen, nicht daran gedacht, 6+, 9+, 12+, dass die diesen YouTube-Kanal entdecken und wirklich so viele Fragen stellen, dann wie gesagt malen und einem das vorbeibringen. Ja, wirklich, sie bringen Postkarten, wir haben sogar Postkarte bekommen, ist jetzt kein Scherz, ja, als Dankeschön. Ja, also. Und deswegen ist dieses Video heute ein Dankeschön an die Kleinen. 6+, 9+, 12+, an die Erwachsenen, die auf eine Art mitmachen, die Erwachsenen, die Fragen stellen, Kinder, die Fragen stellen, Jugendliche, die Fragen stellen, die wir auch gerne beantworten, auch hier live an dieser Theke. Ja, das ist sozusagen eine Art Star Wars Thekenshow. Ja? Meiner einer versucht, die Filme näher zu bringen, die Figuren näher zu bringen, darüber zu sprechen, zu animieren. Kauft auch diese Figuren hoffentlich so an, dass sie am Ende vielleicht auch mal gekauft werden können, weil die Preise sind ja wirklich utopisch, weil die Zeit reicht jetzt nicht aus, sich nur auf Star Wars zu konzentrieren, irgendwo in den Philippinen einzukaufen oder irgendwo in Brasilien einzukaufen. Problem ist ja auch diese 3,75 Inch, also die 3,75, die bekommt man so bei Walmart, also Walmart. Und Walmart gibt es hier gar nicht mehr. Es war toll, wir den in der Innenstadt hatten. In der Innenstadt hatten wir mal einen Walmart und ja, die Amerikaner sind nun mal nicht hier. Und
Wir haben natürlich einige, aber wir müssen ja genau das bezahlen, was die aufrufen. Und das ist natürlich ein horrender Preis, der manchmal aufgerufen wird. Und wenn man da ab 80, 90, 100 Euro oder sogar 300, 400, 500 Euro sich gönnt und sich dann dahinstellt, kann man die also auf eine Art nicht verkaufen, weil ist ein bisschen hart. Ne? Ja, ich meine, unser 9 Plus, der immer an Alzheimer erkrankt, ist in Pfiffingen und er sagt ja auch, weil ich nehme die ja in der Hand, ich habe den ja jetzt in die Hand genommen, somit ist der ja gebraucht. Ne? Also ich habe ihn ja jetzt in die Hand genommen. Ich meine, so 9-Jährige, 6-Jährige, die sind ja ziemlich pfiffig. Also ich habe ihn jetzt in die Hand genommen, ich habe ihn jetzt euch vorgestellt, somit ist der ja gebraucht. Ne? Und weil ich ihn ja jetzt gebraucht habe, könnte ich ihn natürlich auch günstiger verkaufen. Ja, aber die Welt des Verkaufens und die Welt des Einkaufens, das ist immer so eine Sache. Wenn ihr bei Toys R Us unterwegs seid oder beim Mediamarkt und wie gesagt, die Ware an sich ist alles gebraucht, weil die ist alle irgendwie gestapelt, umgestapelt, weggestapelt, übereinander gestapelt. An sich ist alles gebraucht. Ungebraucht kann es nicht kommen, weil gebraucht ist das mir übergeben worden durch UPS. UPS hat mir das gegeben, dann habe ich es wiederum rausgenommen. Jemand hat es auch vorher in der Hand gehabt, hat es da reingetan. An sich ist alles gebraucht. Ja, wenn man das mal so sieht, somit ist diese Frage auch beantwortet worden. Im Leben ist alles gebraucht. Es wird verbraucht, gebraucht oder es wird nicht gebraucht. Dann verrottet es, könnte man jetzt auch mal so sagen. So. Ja, jetzt mache ich mal Schluss hier. Schon viel zu lange. Also viele Fragen sind beantwortet worden. Das hier gibt es schon seit 60 Jahren. In der Kölner Straße 36, Kulturhauptstadt 2010, an der A40, Autobahn Richtung Nordrhein-Westfalen, Richtung Mülheim und so weiter. An sich muss man ja auch nicht mehr so viel sagen. Googelt nach AWA Movie, googelt nach Sammelfiguren TV, googelt nach Ultra HD Web TV, googelt Web TV, ja, und dann seid ihr genau hier schon. Ja, Frohnhauser Kopierstudio UG Haftungsbeschränkt gibt es auch noch, das Medienhaus, Copyhaus und schon seid ihr hier in dieser riesigen Firma, die vieles macht und für vieles unterwegs ist und auch viel bezahlen muss. Also vertut euch nicht, reich wird man heutzutage nicht als Selbstständiger. Das möchte ich mal klarstellen. Als Selbstständiger wird man nicht reich. Als Selbstständiger hat man auch nicht so viel Zeit. Man nimmt sich die Zeit, um eine Sendung zu konzipieren, eine Sendung auf den Weg zu bringen. Man nimmt sich Zeit, dass diese Sendung mit Inhalt gefüllt wird. Man nimmt sich Zeit, dass diese einen Platz erhält. Man nimmt sich Zeit für die Kunden täglich. Man nimmt sich Zeit für den Stammtisch und deren Fragen, um diese zu beantworten. So sieht das Ganze mal aus. Es macht tierisch viel Spaß mit euch, doch, muss ich sagen. Auch ihr habt tolle Sachen bei Facebook am Laufen. Ihr habt tolle Sachen im YouTube-Kanal laufen. Ihr dürft mir jetzt bitte nicht böse sein, wenn man das schon seit 60 Jahren begleitet und nur weil ihr jetzt so jung seid und sagen wir mal unsere alten Geschichten wieder aufwärmt. Denn neu ist es nicht. Ob ihr nur mit so einem Pullover um die Ecke biegt, sage ich jetzt einfach mal, den es vor 60 Jahren auch schon gab, nur weil er jetzt aus anderem Stoff ist, aber die ist aber derselbe Pullover, auch im Schnitt, nur anderer Stoff, somit sieht er anders aus, wenn ihr jetzt versteht, was ich meine. An sich ist nichts neu. Früher hat man Glas Platten bemalt. Also früher wurden Glasplatten bemalt, um irgendeine Story hier einzuarbeiten, reale Studios gebaut, reale Kulissen gebaut. Heute arbeiten wir halt mit sehr viel Tricktechnik. So, CGI, also die allerneueste Tricktechnik, kann man sich gar nicht leisten, weil das geht nicht. So, somit ist das Kino natürlich mal wieder einen Schritt voraus und deswegen freuen die sich auch, um solche Filme auf den Weg zu bringen, weil wir Filmemacher im untersten Segment uns das gar nicht leisten können, um solch eine Trickbasis aufzubauen. Man müsste natürlich anrufen und den man da anruft,
Da fängt auch schon bei 1000 Euro an und endet ganz weit oben. Also so einfach ist es auch nicht. Da muss man sagen, komm, das muss alles real bleiben, das muss alles im Portemonnaie bleiben, das muss alles so bleiben, dass man nicht Hunger leidet, nur um einen tollen Film zu machen. So hat auch George Lucas damals drüber nachgedacht, 1971, wie hat er sich das Ganze ausgedacht und natürlich nur hörte, nee, ist nicht, mögen wir nicht, so ein Quatsch. Ja, ist so. Ja, es war alles Quatsch 1971 und was ist heute, im Jahre 2016? So viel Quatsch ist da nicht mehr, oder? Naja, ist egal. Also, ich bedanke mich nochmal. Ich wünsche euch einen tollen Abend, tollen Tag und eine tolle Woche. Und jeden Donnerstag, Quatsch, jeden Samstag, Stammtisch hier vor Ort und natürlich da bei YouTube, versteht sich. Ne? Ist klar. So, und jetzt mal die